Gerade die Festnahmen auf öffentlichen Wegen, Plätzen, Straßen, so wie in dem Fall, sind so koordiniert, dass ich sag mal, alle Fluchtmöglichkeiten quasi aufs Minimum reduziert werden, dass man eigentlich gar nicht mehr abhauen kann. Und gerade dieses, jetzt ist es zwar passiert, ich kriege meine Strafe, aber das ist häufig eine Erleichterung. Die ersten Wochen in Untersuchungshaft ist auch das, wo ich das meiste mal mitbekomme, die wirklich, auch das sagen meine Jungs mir, mit Abstand die härteste Zeit ist. Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit einer Reaction und zwar mal wieder auf ein Interview von Leroy. Leroy hat den bekannten Fußballer Keita Röhl interviewt. Ich werde mich im Folgenden darauf beschränken, ihn beim Vornamen zu nennen, weil ich fürchte, ich werde den Nachnamen ansonsten falsch aussprechen. Und Keita hat über die Zeit im Gefängnis berichtet, über die Tat, über den Gerichtsprozess. Und ich freue mich natürlich darauf, das für euch aus gewohnt juristischer Perspektive zu durchleuchten und zu kommentieren. Hey Freunde, mein Name ist Leroy und ich bin heute hier auf dem Kanal Einfach Fußball unterwegs. Ich habe mich mit dem Fußballprofi und Topscorer Daniel Keita Röhl getroffen und er hat mir erzählt, wie er von der Polizei geschnappt wurde, wie es dann vor Gericht ausgesehen hat und wie er die 4 Jahre im Gefängnis überlebt hat. Alles hier in diesem Video. Eine Aufgabe habt ihr jetzt zu Hause noch. Aktiviert diesen Kanal und abonniert die Glocke. Das Ganze ist kostenlos und das ist ja der Kanal von meinem kleinen Bruder. Also abonnieren, abonnieren und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ihr wurdet dann irgendwann gepackt. Genau. Kannst du dich noch an diese Situation erinnern? Ja klar, das war mit der größte Schock, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Ne? Okay, das war der größte Schock in meinem Leben. Wie hat das ausgesehen? Ja, wir waren halt... Bevor jetzt darauf eingeht, das habe ich eigentlich in fast allen Videos, wenn wir das thematisieren, schon angesprochen. Keiner sollte mehr davon ausgehen, dass eine Festnahme je nach Tatvorwurf so abläuft, dass angeklopft wird und man sagt, Entschuldigung, wir würden Sie jetzt gerne mitnehmen, wenn das okay ist. Da wird man halt relativ hart rangenommen. Da wird zugeschlagen, da wird zugetreten, da wird man fixiert, da werden Familienmitglieder auf den Boden gedrückt und fixiert, also wenn die zu Hause sind. Das läuft natürlich alles andere als glimpflich ab und das ist natürlich auch der Grund, warum das in den Köpfen von so vielen Leuten hängen bleibt. Gerade diese Festnahmesituation, weil auch das ist natürlich nicht angekündigt. Ne? Man wird fast immer damit überrascht. Nachts an der Kreuzung, es waren viele Autos unterwegs und dann war da insgesamt verteilt an einer Riesenkreuzung ein SEK-Team von 150 Beamten und ich war im Handy am Spielen, im Auto und neben mir war der Fahrer von diesen ganzen Taten, der immer der Fahrer war und auf einmal gucke ich nach rechts und dann hat der SEK-Beamte, die hatten halt keine Polizeiuniform an, hatten Sturmmasken an, hat er mir halt mit dem Sandhandschuh hat er durch die Scheibe geschlagen und wollte mich halt im Gesicht treffen und hat mich so gestriffen noch. In dem Moment hat der Fahrer zu mir geguckt und dann hat gleichzeitig ein anderer Beamter hat die Scheibe eingeschlagen, hat den voll ins Gesicht getroffen, der war erstmal Knockout. Ja, dann haben die mich aus dem Auto gezogen und haben halt mir eine Knarre ans Knie gehalten und haben gesagt, wir wissen genau, wer du bist. Du bist Daniel Keita Röhl, der Fußballprofi. Fang nicht an zu laufen, sonst schießen wir dir in die Beine. Du bist vorläufig festgenommen. Krass. Auch das ist sehr, sehr typisch und klassisch natürlich für so Festnahmen bei größeren Prozessen. Die sind super koordiniert und die sind meistens auch super geplant. Also gerade wenn die auf öffentlichen Plätzen geschehen, also natürlich auch Festnahmen zu Hause und Durchsuchungen zu Hause werden so abgestimmt, dass sie zur gleichen Zeit passieren, ist ja ganz logisch. Aber gerade die Festnahmen auf öffentlichen Wegen, Plätzen, Straßen, so wie in dem Fall, sind so koordiniert, dass ich sag mal, alle Fluchtmöglichkeiten quasi aufs Minimum reduziert werden, dass man eigentlich gar nicht mehr abhauen kann. Und logischerweise, wenn der Beifahrer versucht wird, festgenommen zu werden oder versucht wird, geschlagen zu werden bei der Festnahme, passiert gleichzeitig natürlich auch das mit dem Fahrer. Und wenn auch hinten welche sind, genau das Gleiche. Er konnte sich wegdrehen, er wurde aus dem Auto gezerrt. Ich hoffe für ihn und für seine Gesundheit, dass er zumindest aus der Autotür gezerrt worden ist und nicht aus, das hatte ich auch schon mal erlebt, nicht aus dem Fenster mit den Scherben, also wo noch so Scherben rumlagen, die Scheiben zerspringen ja. Aber hoffe ich natürlich für ihn, dass er da zumindest aus der Autotür noch rausgezogen worden ist und sein Fahrer war dann natürlich Knockout und konnte erstmal gar nichts machen, sich gar nicht mehr wehren und natürlich auch der Festnahme sich dann gar nicht mehr entziehen. Die Drohung mit dem Schuss in die Beine kann man jetzt davon halten, was man möchte. Aber das hat zumindest, oder zumindest liegt bei jedem, aber beim Fußballprofi natürlich noch umso mehr. Boah, was für Gedanken sind dir da durch den Kopf gegangen? Ja, auf einer Seite habe ich mir in dem Moment gedacht, zum Glück ist das jetzt alles vorbei, ich werde meine Strafe kriegen, aber dass die dann so hoch ausfällt, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist krass und sehr, sehr interessant. Das sagen total viele Mandanten zu mir. Viele sagen,
ich bin froh, dass es jetzt geknallt hat, damit ich endlich raus bin aus diesem Kreislauf. Das ist krass und total typisch und ich glaube, wir kriegen gerade einen Eindruck von ihm, auch sehr, sehr authentisch, wie er das schildert. Gerade dieses, jetzt ist es zwar passiert, ich kriege meine Strafe, aber das ist häufig eine Erleichterung. Da gibt es aber noch ein Problem mit dieser Erleichterung und ich kriege meine Strafe, nämlich bis zum Prozess und bis zum Urteil. Gerade bei größeren Prozessen vergehen gerne mal 1 bis 1,5 Jahre. Weil ich habe die Taten direkt von Anfang an bereut, habe es auch direkt gesagt. Ich wurde dann vorläufig festgenommen, wurde dann von der Polizei verhört. Ich habe keine Aussage gemacht, bin dann in Untersuchungshaft gekommen, wurde dann dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftrichter war erstmal baff. Ganz kurz noch von der Reihenfolge ist das so. Er wird nicht festgenommen, U-Haft, Richter vorgeführt, sondern man wird vorläufig festgenommen von der Polizei, kommt dann meistens ins PG, in Polizeigewahrsam und muss dann, Ablauf des nächsten Tages, spätestens meistens dann am nächsten Morgen, dem Haftrichter vorgeführt werden. Und man kommt nur dann, wenn der Haftrichter entweder den Haftbefehl verkündet, wenn es den schon gibt, oder in dem Fall wird es den schon gegeben haben, weil das so eine geplante Aktion war, oder wenn es den Haftbefehl noch nicht gibt, wenn er den Haftbefehl erlässt. Also vorläufige Festnahme, Verkündung des Haftbefehls oder Erlass des Haftbefehls, Untersuchungshaft. So ist die Reihenfolge. Ohne den Haftbefehl kommt man nicht in Untersuchungshaft. Etwas anderes gilt dann natürlich möglicherweise, wenn man eine Strafhaft offen ist und dann nach jemandem gefahndet wird. Aber in so einem Fall hat es den Haftbefehl natürlich schon gegeben und er wird vor der Untersuchungshaft dem Richter vorgeführt. Hat gedacht, der hat hier irgendeinen Verwandten sitzen, wo der meinen Nachnamen gelesen hat. Und dann hat er halt gesagt, unglaublich, die sind ja wirklich Steine Kette Royal, der Fußballprofi, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich gesagt, ich habe halt die größte Scheiße meines Lebens gebaut und dass ich das über alles bereue und dass ich bitte eine Chance kriege, dass ich Kaution zahle und dass sie mich rauslassen erstmal und dass ich mich dann tagsüber bei der Polizei melde jeden Tag, aber es gab wirklich keine Chance. Die Staatsanwältin war sehr, sehr heiß auf mich von Anfang an. Somit bin ich dann in Untersuchungshaft gekommen und bin dann in die JVA Wuppertal gekommen. An der Stelle kurz, was er gerade geschildert hat mit Kautionszahlen, Meldeauflagen und sowas alles, das sind Möglichkeiten, den Haftbefehl außer Vollzug zu setzen. Je nachdem, ob es so eine Serienstraftatsreihe war, also wenn es so ganz viele Straftaten waren, gibt es möglicherweise noch den Haftgrund der Wiederholungsgefahr, aber meistens ist es dann der Haftgrund der Fluchtgefahr und da sieht das Gesetz vor, dass wenn sich ein Haftbefehl nur auf die Fluchtgefahr stützt, muss man zwingend die milderen Maßnahmen nach § 116 StPO prüfen, das heißt zum Beispiel Meldeauflagen, die Leistung einer Geldzahlung, sprich die Kautionsmöglichkeit, dass man sagt, okay, ich hinterlasse hier 50.000 Euro, gehe dann erstmal auf freien Fuß, melde mich täglich, gib meinen Pass ab oder ähnliche Umstände, die dann möglicherweise den Richter dazu bewegen können, den Haftbefehl zwar zu erlassen, den gibt es dann, aber es gibt dann den Außervollzugsetzungsbeschluss, der sagt, es gibt zwar einen Haftbefehl, der wird aber überlappt, du kannst raus, musst nur diese Auflagen erfüllen und wenn du das nicht machst, dann kommst du wieder in Haft. Wo ich dann die größte Sicherheitsstufe hatte, die man haben kann. Das ist Sicherheitsstufe 1+. Die kriegen eigentlich Terroristen oder Mörder. Und das Problem war halt, weil wir als Bande angeklagt waren und weil das mehrere Fälle waren und man mir, weil ich eine Person der Öffentlichkeit schon damals war, halt in den Zeitungen, im Fernsehen gesagt habe, dass mein Name immer vorne stand und halt am Anfang davon ausgegangen ist, dass ich der Bandenboss war. Ne? Das war halt durch die Medien und durch die Presse ist das halt durchgegangen, dass mein Name mit der Bande halt immer öffentlich gemacht worden ist. Ne? Ja. Und das hat eine Zeit gedauert, bis die Rollenverteilung der Bande ans Tageslicht gekommen ist und somit wurde das dann alles zurückgerudert. Aber das war natürlich eine sehr, sehr harte Zeit, die Anfangszeit. Ne? Also, er war dann in der JVA Wuppertal Vohwinkel, gibt da zwei, Wuppertal-Ronsdorf ist die Jugend. Vollzugsanstalt. Er war dann wahrscheinlich in der Erwachsenen, je nachdem wie alt er gewesen ist. Ne? Wenn er jetzt über 21 gewesen ist, ist er dann in den Erwachsenenvollzug gekommen. Und natürlich, klar, wenn du eine bestimmte Art von Straftaten begangen hast, dann zudem noch eine Person des öffentlichen Lebens bist, kann es tatsächlich sein, dass du enorm hohe Sicherheitsstufen bekommst. Dann hat man auch noch so ein, ist glaube ich von JVA zu JVA unterschiedlich. Ich meine, kriegen so einen gelben Punkt, das heißt Gewalttäter. Sprich zum Beispiel, wenn du irgendwo hingehst, wirst du immer von zwei Beamten begleitet, möglicherweise Einzelfreistunden, also den ganzen Mist, der einen eigentlich tatsächlich so die sozialen Kontakte, die ohnehin ja nicht mehr gegeben sind, so wirklich, noch mehr abschneidet. Dann macht die ganze Sache noch mal härter und das, was er jetzt gerade sagen wird, mit die Anfangszeit, ja, die ersten Wochen in Untersuchungshaft ist auch das,
wo ich das meiste mal mitbekomme, die wirklich, auch das sagen meine Jungs mir, mit Abstand die härteste Zeit ist. Man muss daran gewöhnen, du hast keine Kontakte, kannst nicht reden, kannst zu deiner Frau, Mama, Kind, Freunde, Familie, was auch immer, kein Handy mehr, kein WhatsApp mehr. Alle das sind natürlich Sachen, an denen hat man sich draußen jahrzehntelang gewöhnt. Und dann auf einmal sind die weg, diese Möglichkeiten, und das ist schon extrem hart. Da muss ja eine Welt für dich zusammenbrechen. Was war das Urteil? Das wollte ich noch wissen. Was für ein Urteil hast du bekommen? Du meinst, es war sehr hart. Ja. Hast du es als sehr hart empfunden oder war es in der Sekunde auch ein sehr hohes Urteil? Ja, also es waren, ich habe 5,5 Jahre bekommen, also 5 Jahre, 6 Monate. Habe eigentlich, wie alle anderen Angeklagten, weil ich so lange schon in Untersuchungshaft war, einen Deal bekommen, dass ich eine Haftverschonung erstmal kriege und mich dann im offenen Vollzug stellen kann und dann da meine Strafe abmachen kann, weil ich dann wieder Fußball spielen konnte. Also ich hatte einen Vertrag vorliegen, hätte wieder Fußball spielen können und hätte zur Sicherheit auch eine Ausbildung machen können. Ne? Ja, das war dann. Das, was er sagt, ist tatsächlich von ganz enormer Wichtigkeit und Bedeutsamkeit für den späteren Vollzug der Strafhaft. Also er sagt halt, hier die Jungs haben auch er bei 5,5 Jahren hat noch die Außervollzugsetzung des Haftbefehls bekommen mit Urteilsverkündung. Das heißt, Urteil ist ergangen, er konnte dann gehen. Ist erstmal gut, klar, in Freiheit. Aber das, was danach dann kommt, ist ganz, ganz enorm wichtig. Nämlich, man kann sich dann als Selbststeller im offenen Vollzug stellen. Man ist dann halt ganz anders gelockert, als wenn man aus der Untersuchungshaft heraus sich dann irgendwann darauf hoffen muss, dass man in den offenen Vollzug kommt. Also geschlossener, also U-Haft, geschlossener Vollzug, offener Vollzug ist extrem schwierig. Je nach JVA, es gibt JVAs, da passiert jahrelang überhaupt gar nichts, warum auch immer. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass mit Urteilsverkündung jemand auf freien Fuß kommt. Und hier bei ihm, ganz ehrlich, das war die total richtige Entscheidung. Er ist Fußballprofi gewesen, hätte man sagen können, ja, du hast aber total viel Kohle, du kannst dich ja locker absetzen. Ist ja auch ganz offensichtlich, hat er nicht deutsche Wurzeln möglicherweise, ich weiß gar nicht, wo er herkommt. Aber sagt man, vielleicht hat er noch Kontakt irgendwo ins Ausland oder so. Ihm hätte man vieles unterstellen können, aber das Gericht hat die richtige Entscheidung getroffen, dass man sagt, ey, du saßt jetzt, ich glaube 10 Monate hat er gerade gesagt, eine ganze Zeit in Untersuchungshaft, du gehst jetzt erstmal raus und stellst dich deinem offenen Vollzug. Da darf man nicht vergessen, Sinn und Zweck der Haft, ja, so steht zumindest im Strafvollzugsgesetz, Paragraph 2, ist es so sinngemäß, ich kenne es nicht ganz auswendig, den Wortlaut der Norm, aber der Gefangene soll fähig werden, ein Leben in sozialer Verantwortung und straffrei zu führen. Und das geht natürlich am einfachsten dann, wenn man irgendwo untergebracht ist, wo das Leben, ich sag mal im Knast, dem Leben in Freiheit möglichst nah angegliedert ist. Und das hat man im geschlossenen Vollzug natürlich nicht. Also so gar nicht. Da ist die Selbstständigkeit so auf null reduziert und das hast du natürlich viel, viel mehr im offenen Vollzug. Ich halte es für in fast allen Fällen, außer wenn die Straftaten bei 8, 9, 10 Jahren liegen oder auch jetzt, wenn sich gerade Totschlags- und Mordverfahren, dann halte ich es eigentlich für fast immer vertretbar, dass man sagt, okay, du saßt in U-Haft. U-Haft ist Sicherung des Verfahrens. Das nicht vergessen. U-Haft ist Sicherung des Verfahrens, nicht Sanktion des Täters. Jeder, der schon mal in U-Haft saß, weiß, dass sich das anfühlt wie eine Strafe. Gar keine Frage. Aber der Sinn und Zweck vom Gesetzgeber ist Sicherung des Verfahrens. Verfahren ist abgeschlossen. Also kannst du auch auf freien Fuß gehen. Selbst wenn das Revisionsverfahren noch laufen sollte. Revisionsinstanz ist keine neue Tatsacheninstanz, sondern da wird das Urteil einfach nur auf Rechtsfehler überprüft. Da sollte es vertretbar sein für jemanden, der nicht gerade, wie gesagt, 9 Jahre bekommen hat, den erstmal auf freien Fuß zu schicken. Man saß ja auch schon mal im Knast. Und wenn man dann weiß, man saß ein Jahr in U-Haft und man hat dann die Möglichkeit, sich im offenen Vollzug zu stellen, also irgendwo zu stellen, was viel, viel milder ist, hat man natürlich nicht mehr so diese Hemmung vor etwas Unbekannten, wie wenn man noch nie im Knast war, abzuhauen, sondern man weiß, okay, ich habe schon mal überlebt, ich schaff's auch noch mal. Man hat dann noch mal den Bezug zur Familie und man sieht, ey, für meine Familie, die geben mir jetzt noch mal Kraft, wir ziehen das zusammen durch. Also finde ich hier ein super Ergebnis. Ja, Freunde, ich glaube, wir müssen das Video auch wieder in 2 Teile teilen. Das war vorher eigentlich nicht so geplant, aber ich habe da so viel zu sagen und das Video gibt so viel geiles Material her, dass wir an der Stelle einen kurzen Cut machen und dann in der nächsten Reihe, also mit dem nächsten Upload, euch den 2. Teil dazu vorstellen.